Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Ihr habt Aufnahme gedrückt. Hallo. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play. Komm mal ein bisschen näher. Let's Play Yu-Gi-Oh! Hier einmal der Skyline. Der Kuro. Der Slay. Und der fiese Fettsack. Der fiese Fettsack. Und wir haben ja alle eine Karte. Wir wissen selber nicht, wer welche Karte hat. Und mit diesen Karten werden wir jetzt das Turnier entscheiden. Und jedes Duell wird eine Folge dann sein. Weil jemand hat nämlich gefragt, ob wir wieder mal zeigen könnten. Und wir drehen Sky um in 3, 2, 1. Oh. Oh, dritt. Ich bin als letztes. Oh. 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 Okay. Es spielt der Slay gegen der fiese Fettsack. Und ich spiele gegen Kuro. Mhm. Und ja, es freut mich, bei diesem Turnier mitgemacht zu haben. Ich wünsche Slay und Kuro auf jeden Fall viel Spaß schon mal. Okay, dann werden wir jetzt mal kurz Stopp machen und halt das nächste Duell, das erste Duell schon mal starten! Und los geht's! Okay, das erste Duell ist, wie eben schon erzählt, der fiese Fettsack gegen mich, den Slay. Da haben wir so einen Beweis. Wir heben jetzt ab, wer anfängt. Ja, mach du mal weiter. Und der Skyline verwirrt mich gerade. Der fiese Fettsack spielt mit einem von meinen Decks, weil sein Deck ist so absolut nicht regelkonform. Außerdem laufe ich hier gerade nur nackt durch die Gegend. Das sollte dir eigentlich gefallen. Okay, und abheben. 4. 0. Alles klar. Dann. Ne, ich fange an. 1, 2, 3, 4. Wie war das? Der Esel nennt sich immer zuerst. 2, 3, 4. Ich hätte eigentlich und noch eine mittig legen sollen. Los geht's! Ja, weißt du, was das denn gewesen wäre? Hm. Ja. Dam. Ich guck gerade ein Video mit das etwa als andere Haustier. Mhm. So, ich spiele einmal uns da verdeckte Verteidigungsmodus und du bist dran. Wir haben einfach mal einen fucking Tiger in der Wohnung. Was? Wir haben einfach mal einen fucking Tiger in der Wohnung. Was mach ich denn? Hui. Schnauze. Na. Erst einmal die. Ein bisschen lauter, wenn man nicht versteht. Und die verdeckte Verteidigungsposition. Wow, das Duell fängt ja super an. Ja. So, das heißt immer noch nichts. Ich? Sei froh, ja. Sei froh, dass es keine Geisttricks sind. Dann wärst du jetzt schon am Arsch. Geistdreck am Arsch! Zwei Karten verdeckt. Ein Monster verdeckt Verteidigung und du bist. Obwohl, nee, ja doch. Ja, Denkfehler. Mhm. Ah, den habe ich ja öfter. Ach, scheiße, warum muss die Karte auf Englisch sein? Scheiße, verraten. Das sind mehrere englische Karten. Ich kann Englisch. Achso. Wenigstens einer von uns. Einer von uns. Du weißt schon, dass du dieses Jahr Englisch hast? Ich weiß. Ich weiß nur nicht wo. Das wird durch einen Test entschieden. Ich weiß. Und der ist nächste Woche. Wo? Dafür muss ich die nächste halbe Woche nicht arbeiten, weil wir die neuen rumführen. Also 4 von uns und ich bin dabei. Oh, was mache ich denn mal? Lass mal eine Karte legen. Ach, Smalltalk! Smalltalk während des Duells. Du darfst. Ich darf. Gibst du mir noch ein bisschen meine Freeway? Okay, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Scheißwerbung! So, ich opfere zwei Monster, und zwar Flavellwache und der weiße Stein der Legende. Hier mal weißen Drachen. Effekt, weißer Stein der Legende. Ich suche mir einen weißen Drachen. Davon habe ich ja so viele. Ey, du. Ich hasse diesen Scheiß. Nein. Oh, die beiden nächsten Karten. Ja, dann guck ich selber. Was denn? Voll. Ach so? Dahinter. Sag doch einfach dahinter. Misch. Meinst du die? Ja. Eistee ist kacke. Ja, vor allem den Käse. So, dann greife ich mit meinem weißen Drachen an.
Ja, das habe ich auch. Wenn ich eine Flasche anfange, dann kann ich ihn da absetzen. Jetzt komm her, scheiß Kater. Normalerweise so eine Flasche, 2 Tage oder sowas, das hält nicht mehr. Ja, gut. Dann vor allem nicht, wenn ich zocke. In der Main Phase 2. Ja, waren nur Truppen im Exil. Aktiviere ich mein. Jetzt sind sie wirklich im Exil. Aktiviere ich mein stilles Verhängnis. Ich kann jetzt ein normales Monster von Friedhof Spezial beschwören. Synchro 9. Und hallo, erster Himmelbläuge. Ja. Weil, silberner Drache. Ja, genau so. So. So, nicht anders. Und dann ist der fiese Fettsack dran. Jetzt will ich ihn erstmal eine. So, was tue ich denn dann mal? Ich wollte sagen, spielen. Ja. Wäre vielleicht eine gute Idee. Ja. Gerade mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Weißt du, wenn man dich verabschieden will, fieser Petzer, dann könnte man FFH schreiben. Hä? Fieser Petzer, komm rein. So, ich spiele lebende heimkehrende Krieger, hol mir. Hast du ich sollte dir sagen, dass er, bis du wenn es von seltlichen Effekten unberührt bleibt. Ja. Aha. Also das, was du jetzt warst, das wird nicht funktionieren. Ja, aber normal sagt das ein bisschen früher. Ja. Entschuldigung, ich vergesse, dass er gegen. Ich habe vergessen, dass er gegen das Deck noch nicht gespielt hat. Ja, ich brauche trotzdem was. Solange wie du noch weißt, wie der heißt. Verdammt, wie heißt ich nochmal? Den. So siehst du aus. Oder? Den. Ich mag Schinken. Ich auch. Und du bist. Die haben im Leben diese Schinkenwürste nicht mehr. So, Effekt von meinem. Ja. Flauigen silbernen Drachen. Ich darf mir einen normalen Drachen mal zum Friedhof Spezial schwören. Wir haben doch für den Umsatz gesorgt. Jetzt rufe ich Druckbilddrache. Was der kann, weißt du ja. Was war denn das schon mal? Du kannst während der Wettbewerbsphase keine Fallen aktivieren. So, jetzt reift der Druckbilddrache der Monster. Kriegen sie nichts oder über 1100 Death. Und jetzt ist es so teuer. Kuro, ich krieg 300 Schaden. Dann greift der Himmelbläuge. Warte, so. So, der Himmelbläuge greift jetzt an. Nein, der wollte das nicht reinschneiden. Hört die Kamera zu bewegen. Vor allem hört auf das Spielfeld zu bewegen. Sorry, ist ja keine Absicht. Und mit 3000 greift ich dich direkt an. Mit dem Weißen. Aha. Gut, ja. Ganz vorsichtig. So, und dann bist du dran. Das machen wir ganz immer so. Wenn er schon verliert, dann wird er gut verliert. Ja, spare ich mir das Reinschneiden. Ja? Weil wir willst das sowieso reinschneiden. Apropos, was wir vorher nicht geklärt haben, machen wir Matchduell oder Einzelduell? Einzel und Zen echt zu lange, glaube ich. Echt? So lange wie du spielst? Ich bin fast fertig. Und ich bin im Arsch. Wie ist der da reingekommen? Der zählt nur für einen Zug, oder? Du kannst die jetzt wieder zählen. Ja. Gut, tschüss. Na, ich hätte vielleicht den Turbeldrachen weggebödelt. Hast du wenigstens Fallenkarten mehr aktivieren können? Ach, das ist irrelevant. Alles, was ich relevant ist, ist irrelevant. Wie viel hat der weiße Drache nochmal? 3000. Ach, scheiße, ich habe schon. Klingt ja nicht so irrelevant, ne? Bin ich doof. Ja, anscheinend klingt es nicht mehr so irrelevant. Ja, dann mach. Wie? Das war's jetzt schon. Okay, ja, erst noch 403 Volt, wer jetzt kein Monster ruft. Ich rufe den weißen Stein der Legende. Und jetzt? Oh, hast du noch 100 Lebenspunkte? Ich greife dich mit. Ja? Druck mit Drachen mit 1,6 an. Also mit 1,6. Dann minus 300 vom weißen Stein. Jetzt warte doch erstmal. So, da haben wir die Dings und dann kommen nochmal 300. Dann noch 1,5 Volt. Und dann noch 3000 vom weißen. Jetzt war er noch. So, ja. Dann in der zweiten Main-Phase. Ich hasse dich. Synchro. Das tun wir alle. Für meinen Himmelbläugigen. Und dann bist du dran. Ja, genau. Und ich habe vergessen, den Effekt von Stein zu aktivieren. Ja. Fail! Tja. Und den Himmelbläugigen kann ich ja nicht zerstören. Ja, yeah. Genau. Du kannst auch ihn nicht zerstören. Wie viel hat der Himmelbläugigen? 2,5. 2,5? Und 3000 Death. Ja, das ist der Weiße nur im Spiegel verkehrt von der Attacke und Defense. Ich muss mal gerade was nachgucken. Die bringt nicht so viel. Ihr wird gar nichts ausbringen, weil du die Drachen nicht. Die plätte ich schon, keine Sorge. Ich muss mal was nachlesen nochmal. Das einzige, wie du sie töten kannst, ist durch Angriffe. Ja. Zählt für die das eigene mit? Ja. Gut. Jede Karte. Gut, dann hole ich den
hole ich mir einen blauen Flammenschwertkämpfer. Ui, blauer Schwarzschwert. So, dann rüste ich den aus mit der Karl-Schwerkraft-Axt. Ja, mit der Schwerkraft-Axt. Dann mit Gemeinsam sind wir stark und zu guter Letzt noch die Kraft der Magie. Okay. Das sind 1500 durch Kraft der Magie. Das sind 3-3. Das, die Kral sind nochmal 500. Das sind und ja, du darfst 3-8. Keine Position wechseln? Und ich darf keinen. Das sind 4-6 Angriff. Ja. Tja, dann Nein. weißt du ja, was passiert. Greifst an. Obwohl, nee, lass ich. Gut. Ich? Okay, ja, du. So. Dann greife ich jetzt mit meinem Druckwild nach einem blauen Flammschwertkämpfer an. Aufrichtig. Ich krieg deine Attacke obendrauf. Dreh mal kurz. Das geht auch in meinem Angriff. Da ich weiß, wann das geht. Du kannst vom Glück reden, dass das nicht die Grundattacke ist, die übertragen wird. Ich weiß. Das heißt, du hast leider verloren. Ja. Das sind über was weiß ich wie viele Punkte Schaden. Das sind 1-6 Schaden nur. Ich krieg seine Attacke null obendrauf. Zeigen und dann geht's aufs Klo. Okay. Auf null zeigen. Ja. Vielen Dank für das Duell. Du kannst mich am Arsch lecken. Und wollen wir dann jetzt nicht gleich so mal, dass wir beide gegeneinander spielen. So, hier, wir beenden es jetzt. Ja, danke fürs Zuschauen. Bei Anmerkungen oder so für die Duelle, wenn ihr so Anmerkung wollt. Ich bin im Vergleich dazu ein Noob. Falls ihr Deckvorschläge habt, falls ihr Vorschläge habt, wie man was strategisch besser machen kann oder so, votet es in die Kommentare. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann online und tschaußen.